Du überlegst, dein Unternehmen zu gründen und hast einen Kapitalbedarf von unter 100.000 Euro. Nun, dann bist du natürlich richtig bei dem KfW-Programm Startgeld. Meine Aufgabe wird es heute sein, dir die wichtigsten Fehler aufzuzeigen, dass du diese vermeiden kannst bei der Antragstellung. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung, sondern habe insgesamt auch 4 Fördermittelberaterausbildungen gemacht und vielen Menschen dabei geholfen, das KfW-Startgeld zu beantragen. Und viele haben es bekommen und einige nicht. Und diese Fehler aus der Praxis, für die Praxis, werde ich dir heute mitteilen, sodass du Vorsorge betreiben kannst und vorher die richtigen Weichen so zu stellen, dass du diese Fehler nicht machst. Der erste große Fehler hat ein Unternehmer gemacht, der zu mir kam und eine Ablehnung bekommen hat, weil er sein Unternehmen in den Vollerwerb umgemeldet hat und dafür 100.000 Euro Fremdkapital brauchte. Was er aber ganz vergessen hat, dass er vorher schon im Nebenerwerb tätig war, und zwar schon 6 Jahre. Und wenn ein Unternehmen älter ist als 5 Jahre, nun, dann trifft das Programm auf ihn nicht mehr zu. In der Richtlinie steht, dass dieses Programm nur beantragt werden kann von Gründern, von Unternehmern, die nicht älter als 5 Jahre am Markt sind. Der zweite Ablehnungsgrund ist das Vorhandensein von Verbindungen zwischen Unternehmen. Das bedeutet, dass du eine Gesellschaft gründest, also eine UG oder eine GmbH, und du hast einen zweiten Gesellschafter. Und dieser zweite Gesellschaft hat noch eine andere Firma. Dann ist dieser zweite Gesellschaft kein Existenzgründer mehr. Denn er hat ja schon eine Existenzgrundlage, ein anderes Unternehmen. Das bedeutet, dass für die Hälfte der Mittel, die du beantragst, der zweite Geschäftsführer, der zweite Gesellschafter rausfällt. Das heißt, du kannst noch maximal die Hälfte im quotalen Anteil deiner Gesellschaftsanteile als Fremdkapital über Startgeld beantragen. Der dritte Ablehnungsgrund ist, dass die Steuerbescheide nicht vorliegen bzw. die Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre nicht vorhanden sind. Und dabei geht es nicht darum, ob deine Einkommensteuerzahlungen hoch sind oder niedrig sind, sondern es geht einfach darum, ob du sauber und regelmäßig kommunizierst mit den Finanzämtern, deine Bücher in Ordnung hältst und vor allen Dingen keine Steuerschulden hast. Das bedeutet also, dass die Bank nicht nur deine letzten 3 Jahre prüft, sondern du darfst auch zum Finanzamt gehen mit einer Unbedenklichkeitsbescheinigung und dort eine Auskunft erwirken, und in dieser Auskunft steht drin, ob du Steuerschulden hast. Und hast du Steuerschulden? Nun, dann wirst du von der KfW das Geld nicht bekommen, weil diese KfW-Mittel auch indirekt wieder Steuern sind. Das bedeutet, solange du Schulden hast beim Staat, kriegst du vom Staat auch die Förderprogramme nicht. Der 5. Grund für Ablehnung beim KfW-Startgeld ist, dass du zu viele Betriebsmittel hast. Das bedeutet, die Banken unterscheiden zwischen Investitionsbedarfen, also von Anschaffungen, die höher als 800 Euro sind und in der Regel auch aktiviert sind und der Abschreibung unterliegen, und all den anderen laufenden Kosten, Personalkosten, Mietkosten, geringwertigen Wirtschaftsgütern unter 800 Euro. Das alles fasst die Bank in der Regel zusammen zu Betriebsmitteln. Und ja, im KfW-Startgeld kannst du 100.000 Euro beantragen oder hast du sogar 2 oder 3 Gesellschafter und Geschäftsführer, kannst du sogar 300.000 beantragen. Aber pro Person kannst du maximal 30.000 Betriebsmittel beantragen. Und das ist gerade bei den meisten Startups, wo vielleicht nur ein Laptop und ein Tisch angeschafft wird und der Rest alles Betriebsmittel sind, ein Ausschlussgrund. Also achte darauf, wenn du deinen Gesamtkapitalbedarf errechnest, dass die Betriebsmittel die Marke von 30.000 Euro nicht überschreiten. Der Rest, die restlichen 70.000, die können Investitionen sein und nichts anderes. Der 6. Punkt, der klingt ein bisschen komisch, dass du zu wenig Eigenkapital hast, dass die Eigenkapitalquote nicht gehalten werden kann. Denn wenn du im KfW-Programm in der Richtlinie nachschaust, dann siehst du dort drin, dass eigentlich kein Eigenkapital notwendig ist. Aber das sehen die Hausbanken anders. Denn bevor du zu KfW gehen kannst, wo ein direkter Zugang gar nicht möglich ist, musst du dir erstmal eine Hausbank als Partner suchen, die du überzeugst. Und wenn du die überzeugt hast, als Partner gewonnen hast, dann stellt die Hausbank den Antrag bei der KfW. So, die Hausbank, die hat natürlich das Recht, das Risiko zu bewerten, weil die Hausbank mit 20% selbst in der Haftung verbleibt. Denn die KfW übernimmt nur 80% deiner Bürgschaft gegenüber der Hausbank. Klar will die KfW von dir das Geld haben, aber die Bank hat dann ein reduziertes Risiko von 20%. Und wenn ihr das auch noch zu hoch scheint, dein Konzept zu riskant ist oder du in einem Standort, in einer Branche startest, wie in Berlin beispielsweise, in der Gastronomie, dann kann die Hausbank sagen, also wir hätten ganz gerne eine Eigenkapitalquote von 50%. Und das bedeutet bei 100.000 Euro, dass du eingeladen bist, dann auch 50.000 mitzubringen.
Und das ist natürlich dann ein Ausschlussgrund, wenn du selbst nur 10 oder 15 oder 20.000 Euro hast. Deshalb erkunde dich genau, wie die Branche in deiner Region bewertet wird von den Banken. Da gibt es Branchenbriefe in der Regel oder andere Auskunftsdateien oder sprich einfach mit dem Banker und dann wird dir auch gesagt, wie hoch die Eigenkapitalquote ist. Und dann kannst du dich darauf vorbereiten, selbst noch mehr Eigenkapital aufzubauen oder Investoren oder Geschäftspartner mit reinzunehmen, damit diese Quote auch erfüllt ist. Der siebte logische Grund, weshalb Menschen abgelehnt werden bei der Antragstellung, hat etwas mit der Schufa und mit der KREFU zu tun. Die Schufa, das ist dein persönlicher Score, deine Bonität. Und da sollten erstens keine Negativeinträge sein und zweitens der Score höher als 90, höher als 93% liegen. Das kannst du ganz bequem online erfahren. Der zweite Punkt ist die Kreditreform. Das bedeutet, dass wenn du ein Unternehmen schon hast, das ein, zwei, drei Jahre am Markt ist, dann kannst du ja auch das KfW-Startgeld beantragen. Und über jedes Unternehmen wird bei der Kreditreform auch eine Akte geführt. Dort gibt es auch einen Score. Und wenn dieser Score höher als 300 Punkte hoch ist, nun, das ist ziemlich schlecht und kann auch zur Ablehnung führen. Wie kriegst du nun deinen Kreditreform-Score besser, niedriger geregelt? Nun, ganz einfach, indem du der Kreditreform alle wichtigen Daten lieferst. Denn sie kommt ohne dein Zutun nicht an alle Daten ran, sondern nur an die öffentlichen Daten aus dem Bundesanzeiger zum Beispiel. Deshalb ruf die einfach an oder lass dir die Unterlagen senden und fülle alles aus, wie deine Umsätze sind, wie viele Mitarbeiter du hast, wie viel Gewinn du hast und haben wirst und reich das bei der Kreditreform ein. Und darauf basieren die, darauf kalkulieren und bilden die dann den Kreditreform-Score. Solltest du Unterstützung wünschen bei der Antragstellung des KfW-Startgelds über irgendeine Hausbank, dann kannst du gerne unsere Unterstützung von unseren Beratern in Anspruch nehmen. Der Vorteil ist, dass wir nicht nur einen Gutschein haben für ein kostenfreies Erstgespräch, sondern dass unsere Berater auch alle zertifiziert und akkreditiert sind. Das bedeutet, du kannst auch einen Zuschuss für unsere Beratung bei der Antragstellung und bei der Vorbereitung der Bankengespräche nutzen, sodass du 50 bis 100% der Kosten auch erstattet bekommst. Gerne aber kannst du jetzt auch unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.